Hallöchen Leute, ja, Facecam sieht ein bisschen fail aus, weil von dort jede Menge Licht kommt. Nicht Lichtle, sondern Licht. Ja, und das ist halt ein Problem, aber das ist eigentlich scheißegal. Ihr seht jetzt gleich ein Video, was ich dann jetzt gleich noch schneiden werde, was ich aber schon am Montag aufgenommen habe, dass ihr eben noch ein Video kriegt, nicht nur dieses... Oh, ich habe ja ein Problem mit DSL. Aber wie gesagt, darum ging es mir einfach wirklich. Die Frage kam mir auch, warum habe ich das nicht auf dem Real Freestyle Channel hochgeladen? Ist eine berechtigte Frage. Warum, kann ich euch sagen? Weil ich wollte, dass jeder Abonnent... Fahre ich jetzt... Ah, ich fahre gerade über ein Kabel. Ultra fui. Das ist gar nicht gut. War sogar ein originales iPhone-Kabel. Und wisst ihr ja selber, ist ja mal so eine Sache. Kein Kabel mehr in der Nähe. So, nee, also wie gesagt, jetzt schneide ich dann gleich noch den Rest ran. Drachenmagier habe ich leider nicht, tut mir leid. Und dann ist es so... Ach genau, ich habe noch ein paar Mails bekommen. Und zwar die fetteste ja überhaupt, die Idee, warum ist mir sowas nicht eingefallen. Und zwar der Mustafa FIFA schreibt, kann bitte mal deine Frau, also ich gehe mal davon aus, dass er deine Frau meint, einen Angriff in COC machen. Und dann dreimal bitte hintereinander... Das finde ich ist eine richtig gute Idee, zumal sie das ja eigentlich total, sage ich mal, findet. Und ich muss mal gucken, dass ich die dazu irgendwie überredet kriege. Und was, sich irgendwie eine Wette muss ich mit ihr machen oder sowas? Irgendwie sowas, dass ich sie da irgendwie dazu kriege. Irgendwie, wenn sie das macht, dann putze ich das Bad oder sowas. Egal, weil sonst macht sie halt garantiert nicht. Aber das wäre halt mega stylo, würde ich mich auch freuen drüber. So, dann ging's. Ich würde noch mal ein paar kurzen Sachen da loswerden wegen den Mails und so. Ich war nicht der Erste mit dem Greenscreen, hat Monkey D. Ruffy geschrieben. Schreib mal, Monkey, schreib mal bitte, wer der Erste war. Würde mich nämlich richtig interessieren, weil ich kannte jetzt nicht... Oh yeah, egal. Nein, beenden. Ich kannte jetzt keinen anderen, der schneller war. Und ja, Wuwu hat geschrieben, nichts für Real Freestyle, genau. Achso, Abo-Special, 10k Abo-Special, weiß ich noch nicht wirklich was, aber es ging darum, Fan-Treffen. Und zwar kommt dazu eventuell nochmal ein Video, aber ich will euch das schon mal so ein bisschen reinwerfen, dass ihr das wisst. Und zwar nächsten Freitag, das ist 17.04. Habt ihr die Möglichkeit, mich zu treffen? Ja, mal kurz Hi zu sagen, das ist jetzt nicht so ein mega High-End-Treffen oder sowas. Aber ihr habt das an zwei Orten sogar, die Möglichkeit. Und zwar einmal in Hamburg, das wird, schlagt mich tot, irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal zwischen 12 und 14 Uhr sein. Irgendwie so. Und danach begebe ich mich auf den Weg nach Berlin, weil ich in Berlin noch eine Runde chillen werde. Und mit meinem Homie, der mir COC überhaupt beigebracht hat, mit dem René, werde ich ein bisschen ja rumhängen. Und deswegen habt ihr auch dann dort die Möglichkeit, da sitze ich dann irgendwo in Charlottenburg, also da, bloß, dass ihr das mal so ungefähr wisst, wo sitzt der Guser, und in Hamburg irgendwo in Altona, also so irgendwie so, ich sag jetzt mal, wenn euch das ein Begriff ist, ich werfe jetzt mal was in den Raum, so Stresemannstraße, so in der Richtung irgendwo. Dass ihr wisst, was los ist. Weil ist ja doof, wenn man irgendwie in Norderstedt steht und sich denkt, ey cool, Gusor kommt bestimmt vorbei. Und er kommt nicht vorbei, weil er ganz woanders ist. Weil Hamburg ja relativ groß ist, beziehungsweise natürlich Berlin auch. Deswegen in Berlin, dann wird es irgendwo Charlottenburg sein. Yo, wenn ihr das geil findet, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und jetzt geht das mit dem normalen Video los. Oder hau ich hier noch einen Angriff raus? Nee, ich will jetzt nicht so... Habe ich hier noch? Ich glaube, ich hatte hier noch heute früh. Hier ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber hier auch zum Beispiel ziemlich nice. Aber, ach komm, hauen wir mal rein. Und dann, wie gesagt, gibt es das andere noch mit bei. Da habe ich mich eigentlich, finde ich, sogar noch relativ doof angestellt. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft davon. Ich glaube, ich habe das Gold da nicht bekommen oder so. Also klar, ganz wenig Bogies genommen, um Rathaus zu ballern, logisch. Und dann habe ich, weil ich ein paar Loons noch hatte, genau, das war ziemlich cool.
Blitzzauber und drei Geräte gleich weggeballert. Und dann seht ihr, wie die Bogies rennen, weil ich mache mittlerweile, also ich habe viel zu oft den Fehler gemacht, ja, King und Queen schon mal einfach so gedroppt. Und ich glaube, der King ist hier auch schon dann nicht dahin gerannt, sondern nur die Queen, aber das sehen wir gleich. Genau, der ist nämlich auch vorbeigerannt, der alte Sack. Aber ich habe das dann, die Queen hat da dann doch wieder was gemanagt, das war dann kein Thema. Und King wieder mal schön außen rum. Ich meine, der hat schön die Bogies getankt, aber war jetzt nicht so der Knüller, was ich hätte gebraucht. So, und dann kommt meine Kobi-Schlange. Hier, ihr seht sie, Kobi-Schlange am Start. Und die geht natürlich rein und nimmt natürlich alles, was sie kriegen kann, logisch. Aber klar, ich meine, wenn man da so einen Magier-Turm hat, der gibt dem natürlich auch gut einen rein. Aber Alex war kein Thema. Ich glaube, das Alex habe ich auch noch bekommen. Darum ging es mir, weil es halt das meiste war, ganz klar. Aber ja, hätte noch besser laufen können, weil es ja jetzt nur auch nicht die krasse Base war. Aber da muss ich wirklich zu meiner Entschuldigung einfach sagen, guck mal, wie geil lange die Queen gehalten hat. Fand ich cool. Ah genau, das habe ich dann noch was geblitzt, genau. Und dann war es das auch. Aber da muss ich wirklich zu meiner Entschuldigung sagen, halt, ist halt so, dass es wirklich auf Arbeit war. Handy kurz gezückt, wieder, zack und fertig. So, jetzt habt ihr genug von mir gesehen. Also jetzt real, heute am Freitag. Und jetzt kommt der Rest des Videos. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Hallihallo, da ist der Gusor wieder. Ja, ich bin wieder auf dem Account. Beziehungsweise immer noch. Ihr habt ja beim letzten Video den guten Raid von mir gesehen. Das ist natürlich eine mega Nummer gewesen. Fand ich ziemlich nice. Oh, sehr geil, wieder richtig, richtig geiles Zeug. Und so wie ich angreife, Goblin und hier, ja, da sehen wir doch wieder. Da, genau, solche Sachen greife ich auch mit den Goblins an, weil die Bogies erstmal hier sich auskäsen müssen, erstmal alles andere killen müssen, so. Und so eine Sache, wo ich relativ schwer rankomme, die nehme ich mit den Kobis auseinander und fertig aus. Hier zum Beispiel, ja, 100 Bogies hat er. Hier würde ich zum Beispiel außen, zack, so lang gehen. Mit Bogies. Und aber sowas vollkommen richtig. Sehe ich genauso. Floking oder Flocking, Floking, wie auch immer. Nice. Genau hier auch noch. Hättest du theoretisch nicht mal gebraucht, aber vollkommen in Ordnung. Du hattest ja noch genug. Ah, okay, da noch. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was du mit deinen 100 Bogies anstellst, weil da kannst du richtig was reißen. Wäre natürlich mega fesch, wenn du von hier oder von da reingehst, weil du halt noch das Alex mitnehmen kannst. Aber man darf nicht vergessen, hier ist noch ein Bohrer und da ist noch ein Bohrer. Sollte man sich im Hinterkopf behalten. Gar nicht so lange mit dem Town Hall beschäftigen. Warum? Ich meine, die Pokis sind doch scheißegal. Hierauf, darauf, dass man schön noch das Dunkle weggeschnippelt hat. Das wird jetzt nämlich eng. Das sehe ich mit 24 Pokis nicht mehr. Hier, das sollte passen. Aber mehr nicht. Schade. Schade, aber ansonsten coole Nummer auf jeden Fall. Geiler Raid, richtig gutes guten Loot gezogen auf jeden Fall. Wäre aber noch was mehr machbar gewesen. Aber vollkommen okay. Hox plus Magier 5. Loot. Die Gefahr einer Riesenbombe wäre aber hier. Ich muss mal gerade gucken, ob der irgendwas am Bauen ist oder ob der... Weil inaktiv ist er auf keinen Fall. Ich meine, es kann sein, dass er schon angegriffen wurde und seine Gräber eben in dem Fall nicht weggemacht hat. Obwohl, ich nehme es zurück. Also X-Bow ist auch nicht geladen. Somit wissen wir, okay, wir können eigentlich schon die Bomben droppen. Wäre natürlich eine Mega-Aktion, war, wenn er sagt, ach komm hier, ich lasse mal mein X-Bow einfach, weil ich gerade
Alex nicht wirklich viel Hab, hat er ja auch nicht. Aber Sammler sind voll. Das spricht alles dafür, dass der wirklich komplett inaktiv war momentan. Aber wie gesagt, so mega lange nicht, weil er ja immer noch in der Liga ist, klar. Weil ansonsten ist das natürlich ein bisschen gefährlich, damit den Schweinen einfach anzugreifen. Aber die machen natürlich hier kurzen Prozess und dann natürlich möglichst schnell einfach nur rein. Und weil der natürlich sein Zeug auch relativ weit innen drinne verteilt hat. Eventuell bei so einer Sache sich immer noch ein paar einzelne Troops vorlassen, dass man nochmal sagen kann, okay, ich habe nochmal zwei Magier für die hier, falls eben nicht, weil sie nicht bis umhergekommen bin. Aber ich glaube mal, das sieht hier nach einem richtig guten Hunderter aus. Weil sobald alle Dev-Gebäude weg sind und du noch Schweine hast, geht's richtig schnell. Ja, wir haben den King noch, also den gegnerischen King. Klar. Ja, so sieht's nämlich aus. So sieht es nämlich aus. Und da auch. Ah, jetzt, weil der Magier dann... Ah, ich meine, der ist auf die Wand gegangen, auf die Mauer. Aber so ein Zweier-King, total low. Oh, passiert doch nichts. Ja, aber der nimmt sich nach und nach alle Truppen vor und schon sieht das mal ganz anders aus. Kriegsentscheidend, Jungs und Mädels. Aber richtig geil. Also gut gezogen, gute Truppen und eben keine mega easy Base, wo man einfach sagt, gut, okay, komm, hier nimm mal einfach mal Loot und fertig. So ist es nicht gewesen, auf keinen Fall. Und das ist eben das, was jeder sehen möchte. Klar. Und wenn ich so ein Zeug habe, dann kann ich mir sicher sein, klar, wenn es natürlich zeitlich bei mir geht, aber dann kann ich auch sicher sein, gut, okay, der Guzua zeigt's. Standard, gucken wir mal. Ja, das ist wirklich nur Standard. Sorry, das ist wirklich nur Standard. Also es muss schon definitiv von beidem über 200.000 machbar sein. Ja, auch genau dasselbe. Ist schön für Pokéjagd, klar, logisch, aber den wirst du Pokéjagd technisch oben eher selten finden. Klar, die Dörfer gibt's, brauchen wir uns nicht drüber reden hier, Town Hall 3 Champion und sowas, aber, Genau, erst, ganz genau, sehe ich genauso, erst Fläche weg, wenn ich sie easy wegdrücken kann. Einwandfrei. Hätte mir sonst jede Menge gekillt. Fertig. Klar, ärgerlich, aber trotzdem noch netter Loot. Auf jeden Fall passt. Nico. Auch sehr fett. Aber eben auch schwer. Nicht, also das ist nicht, klar, es ist Barge. Es ist Barge, aber nicht, oh, ich hole mir mal ganz easy hier, zack. Gucken wir mal, was Barge bringt. Ja, hier, dass man das erstmal wirklich abrasiert und dann nach und nach, genau, richtig, genau. Erstmal hier alles killen. Dann gucken, was geht hier. Ich hätte hier eventuell noch angefangen, weil eben das Dunkle halt ist. Genau, richtig, das Dunkle halt. Und hier kann man vergessen, kommt man nicht rein. Kommst du mit den Truppen nicht rein, schaffst du nicht. Vollkommen richtig. Genau. Oh, hattest du sogar noch einen Drachen drinne? Geil. Schade, dass halt da die Luftabwehr ist, klar, aber der hilft dir ja trotzdem. Noch rein. Du hättest noch vier Bogies gehabt. Gleich noch spammen. Du hast hier die Möglichkeit, das Dunkle zu ziehen. So scheiße kann's laufen. So scheiße kann's laufen. Die orientieren sich dann einfach am Armeelager, anstatt hier gegenzulaufen und fertig. Ja. Da wären natürlich dann die Bogies besser gewesen. Cool, der King geht noch rein. Da hast du echt so das Maximale rausgeholt. Kriegst du nicht hier. Die gehen in die Richtung. Schade, ich weiß nicht. Ist die Zeit abgelaufen?
Könnte auch noch sein. Weil ansonsten würde ich fast sagen, ich hätte das weiterlaufen lassen, dass man da noch den Loot gezogen hätte. Aber geil, auf jeden Fall. Der war gut. Der ist halt entertaining. Man muss nicht immer, ich sag mal, man muss nicht immer die 100% machen oder sowas. Beziehungsweise, klar ist natürlich im Spiel natürlich immer das Geilste, beziehungsweise eben alles zu ziehen, klar. Aber so grundsätzlich, um es anzuschauen, ist natürlich eine geile Taktik, die gerade so aufgegangen ist oder sowas, richtig cool zu gucken, halt, klar. Da sehe ich es auch so. Warum soll ich mich mit dem King rumärgern? Warum? Meine Kobis interessiert das gar nicht. Die sind erstens entweder gleich platt oder die sind schon längst wieder auf einer ganz anderen Stelle. Vollkommen richtig. Warum soll ich mich damit rumärgern? Richtig gemacht, Bara. Und jetzt haben wir noch genug Kobis, um da reinzurennen, theoretisch. Na klar, ich sag mal, du sagst ja auch, gut, okay, komm, erstmal das Gold. Ja. Wo haben wir den? Ne Stopp. Erstmal gucken. Da hätten wir noch, kriegst du nicht? Ah, obwohl, King auf 9 und 3 Blitz. Aber ist es das wert? Ah, da muss man halt überlegen. Da muss man wirklich überlegen, weil es ist nur noch die eine Mine. Es ist nur noch die eine Mine. Will ich jetzt da rein? Oder ich sag ganz easy, komm, ich nehme mir mal den Bohrer. Bohrer, Bohrer. Für Bara. Oder Townhall. Na, die machen ja noch nebenbei hier, klar. Okay, entscheide. Ich meine, du hast noch. Okay, ich habe falsch geguckt. Du hattest noch relativ viel Bogies. Dann kriegst du es hin. Dann kannst du es hier ohne Probleme schaffen. Genau, das wollte ich sehen. Das wollte ich von dir sehen, dass du sagst, gut, okay, komm, ich mach den Sack zu, ich probiere es wenigstens von außen, eventuell sogar noch mit ein paar Bogies rangegangen, aber du hast wenigstens ein bisschen was und da ist ja so gut wie alles rausgezogen worden. Jetzt ist halt die Frage. Ich glaube ja. Oh, ja, hätte ich eventuell zum Ende hin gemacht. Aber das ist nicht schlimm. So. Jetzt wird es interessant, weil 81 Bogies waren es noch. Da geht natürlich noch eine Menge. Da kann man hier wirklich nochmal richtig Chaos machen. King tankt gut natürlich. Jetzt kannst du schon ragen. Rage den schon. Ja, genau. Denn dass der definitiv nicht down geht. Im Rage. Weil du verschenkst sonst halt. Hier guck mal, wie lange der Rage geht. Mega lange. Schade, dass die sich da dran aufgehalten haben. Sonst wäre das halt mega geworden. Aber der King kommt noch durch. Der kommt noch durch. Und wir haben nur noch Fläche. Somit schafft er das noch. Da kommt jetzt ein Bogiturm. Aber der kann noch gut. Fast. Ja, doch, alles noch. Yeah, sehr geil. Läuft. Du hast den Sack zugemacht. Du hast uns entertained. Geil. So ist das fein. So ist das fein. So muss das sein. Jetzt fange ich hier schon an zu quatschen wie Det Müller hier. Nee, der ist mir ein bisschen. Kennt da doch alle auch Grip, oder? Ah, seine Sprüche sind mir langsam ein bisschen zu platt. Also, das ist. Das war ja am Anfang alles ganz schön und schick und schön, aber. Nee. Der hat ja immer einen doofen Spruch auf den Lippen. Jetzt gucken wir mal. Lucky's auch noch gar nicht gebaut, weiter noch nichts. Weil ich mir gedacht habe, ach komm, hier nicht der Dunkle für irgendwas Blödes wasten. Ja, wie gesagt, der war richtig gut. Barra, der war richtig gut. Ah, ich wollte gerade überlegen hier. Das passt ja nicht so ganz zueinander, weil ich wäre nämlich der Meinung gewesen, dass YX keine Max-Troops hatte und gucke auf einmal, Max-Drache geht nicht bei Nicht-Town Hall 10. Aber klar, du wurdest angegriffen von einem Town Hall 10er. Gucken wir mal, was er gemacht hat.
Mal, kurze Frage nochmal. Ich gehe nochmal kurz zurück. Warum hat er da den Blitz gesetzt? Das will ich jetzt nochmal kurz. Ja, ich weiß warum. Nee, ich weiß nicht warum. Alter, er hat neun. Er hat neun Maxed Drachen und blitzt eine Einser Luftabwehr weg. Läuft bei ihm. Also ich sag, seine Base ist gejammt. Also anhand der Aktion würde ich sagen, seine Base ist gejammt. Also YX sehe ich genauso. Warum? Warum? Und jetzt bestimmt noch den Rage hier setzen, oder? Bin ich jetzt wirklich mal gespannt? So, erster ist gleich down. Ich habe eine kleine Vorahnung. Ich sage Connection Lost. Ich sage, jetzt kommt nichts mehr. Ich sage Connection Lost. Oh, sieht wohl nach Connection Lost aus. Ja, der hätte gerne noch weiter angegriffen, aber der hatte nur die drei droppen können und dann hatte der den Verlust halt. Der war nett zu mir. Ja, das sowas braucht man ja auch. Oder du warst nett zu ihm, wa? Ich lass dir das Rathaus, wenn du mir die Ressourcen gibst. Ah, klar, da ist natürlich noch das Dunkle, stimmt. Ja, genau. Ja, das Dunkle will man dann um jeden Preis haben, auf jeden Fall, weil es wirklich eine Menge ist, was da dann im Bohrer drin sitzt. Dann schickt man die Bogies vor. Also, das finde ich wirklich, das sind gute Angriffe. Das. Jetzt kommen wieder die High-Level-Spieler so, ja, gibt ja viel besser und wie auch immer. Und hier machen wir Lavalunien und so. Ja, geht natürlich auch, klar. Sehr geil, wie hier der Minenwerfer down ging, ohne dass hier ein Bogi gekillt wurde. Richtig geil. Hier ist auch der Bohrer weg. Ja, jetzt eine Stelle aussuchen und richtig Gas geben. Und ich muss auch sagen, ich hätte mir. Nee, ich hätte nicht die Stelle genommen. Ich hätte mir die Stelle genommen, weil man die beiden Minenwerfer noch relativ gut gekickt kriegt und dann durchgeht. Weil Ziel ist natürlich hier Gold und Elixier noch, aber das wird dann nichts mehr. Aber ansonsten passt das auch. Mal gucken, wann sich Lichtle meldet. Alex hat eine Verteidigung rausgehauen. Alex hatte relativ viel zu verlieren. Ah, okay, sehr geil, sehr geil. So, jetzt probieren sie es immer wieder. Und wenn du da keine Kobis, wenn du als Angreifer keine Kobis hast, siehst du da keinen Stich. Da, weil Spam nichts bringt. Weil jeder denkt sich immer, oh komm, ich spamme, ich spamme, ich spamme. Spammen bringt nichts in dem Bereich. Wie gesagt, mit Kobis kannst du sie noch verarschen, wenn du jetzt 200 Kobis hättest. Aber ansonsten. Ja, okay. Okay, gut. Aber warum hat dann. Genau, richtig. Weil nämlich dann muss in der Zeit natürlich dann gedroppt werden. Klar. Wenn ich den King jetzt habe und der tanzt da so ein bisschen rum, dann geht natürlich nix. Ja, aber guck mal, das ist für den anderen ist das aufgegangen, auf jeden Fall.
Er hat alles gezogen. Aber war trotzdem eine geile Nummer. Also, der hat sich dann halt eben wirklich für den King noch entschieden und dann hat sich das Blatt gewendet. Aber ansonsten kannst du da schnell mal an Leute kommen, die es halt eben nicht so auf Tash haben und dann ist natürlich so eine Sache. Auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem eine coole Sache. Also wie gesagt, entertaining pur. Oh, ich könnte wieder einen Angriff machen. Gucken wir mal. Es ist immer so schwer, an alles zu kommen. Ja, okay. Ja, klar. Bei sowas ist es halt echt mega schwer. Mein Mic wackelt. Das stimmt wirklich. Also, das ist natürlich echt richtig tricky. An einer Stelle rein, Augen zu und durch, wa? So würde ich machen. Weil du hast genug Bogies. Also mit dem King natürlich vor. Und dann an einer Stelle Augen zu und durch. Weil ansonsten ist es halt eben wirklich. Ja, genau. Ja, an einer Stelle, zack. Du gehst rein. Du hast immer noch ein paar Bogies am Start. Genau. Geraged ist er schon. Wo bleiben deine Bogies? Ah, nee. Nee. Anders, anders. Anders. In dem Bereich, wo der King drin ist, dann mit Bogies hinterher. So hätte ich es gemacht. Okay. Okay. So, ja, wir haben noch ein bisschen was. Das muss dann ins nächste Video. Ich wünsche euch was. Ihr haut mal bitte rein. Ciao, ciao.